Hallo, willkommen zum Product Update diese Woche. Und wie ihr seht, bin ich hier gerade am Berg Fidel Skatepark in Münster, oder besser gesagt am Bowl. Und der wurde vor 20 Jahren von dem lieben Tidus herbeigeschaukelt oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat er das hier alles klar gemacht und das wird gerade vom guten Matt Krabowski hier wieder umgebaut zum neuen Spaß für die Kids. Seht ihr auch direkt im Hintergrund hier, da wird gerade fleißig gearbeitet. Und ich habe so ein paar Sachen dabei, die zeige ich euch jetzt mal und dann macht euch auch was gefasst. Okay, jetzt sind wir auch schon wieder hier bei den Produkten und ich zeige euch heute zuerst Plan B, hat eine neue Serie rausgehauen, die heißt Response-Serie. Dabei gibt es eigentlich nur zu beachten, dass das Neue bei der Serie ist, dass sie eine ovale Fiberglasschicht oben drauf haben oder halt auf dem Brett und das verspricht auf jeden Fall eindeutig längeren Pop. Und das ist schon mal sehr geil und wie ihr seht, gibt es da natürlich die ganzen Teamfahrer wie im alten Team. Natürlich dabei haben wir hier den tollen Pat Will und Colin McKay, den Pat Duffy, den Paul Rodriguez, den Danny Way und Daniel Reichen, Scheckler, glaube ich. Ja, Ryan Scheckler Board, der letzte. Und das ist wie gesagt die neue Serie. Und jetzt geht's weiter mit Shorties, da haben wir auch noch was Feines. Ja, Jungs, da sind wir jetzt auch hier bei den Shorties Boards angekommen. Und da gibt's vier neue haben wir im Angebot. Das ist die Zebra-Serie und da ist richtig geil, dass die halt alle auch schön verschiedene Größen haben. Haben wir hier einmal zum Beispiel dieses in 8,5, ein ordentliches Moschadal hier passend zum Pool. Dann fast identisch, aber auch noch trotzdem anders in 7,75. Dann haben wir hier das für die, ja, ich sag mal lieber nichts, die 8er unter uns, die 8er Bowl-Moscher und in 8,25. Meine Freunde. Ja, von Shorties Brettern geht es jetzt direkt weiter mit ein paar Flexfit Caps. Haben wir hier zum einen die OG Patch von Shorties in schlicht schwarz und mit hinten ist da noch ein kleines Shorties Lügelchen eingestickt. Und ja, dann haben wir hier einmal die, die heißt, mal muss ich mal kurz checken, Futurista 2 heißt die. Die gibt es in zwei Farben. Das wären diese beiden. Und dann haben wir noch Views für die Kids unter uns, die auch gerne mit Lego spielen. Einmal dieses Teil hier. Ja, okay, wie ihr seht, hier friere ich mir gerade hier derbe den Arsch ab. Also passend zur Winterzeit habe ich auch noch von Shorties hier so eine Beanie im Angebot. Die heißt, muss ich auch noch kurz nachlesen, weil ich immer so informiert bin. Heißt Long Organic, wäre diese hier. Ist auf jeden Fall ein super Teil. Und ja, das war's mit soweit mit Mützen. Dann haben wir hier noch neu reinbekommen die Mini Punk Kits von Shorties. Die habe ich euch ja letztes Mal schon mal gezeigt oder vor ein paar Folgen davor. Ist halt alles dabei: Kreuzmontage, ein paar Dodos und Unterlegscheibchen. Ich mache den jetzt nicht auf, weil sonst sieht das wieder so scheiße aus. Ne? Und ja, das ist aber schon mal ein gutes Ding. Und dann haben wir Montagesätze von Shorties in Kreuz. Die gibt es hier so, also einmal bunt gemixt, noch bunter gemixt, noch bunter gemixt, noch bunter gemixt und am buntesten gemixt. Von daher seid ihr auf jeden Fall farbenfroh unterwegs mit den Teilen. Und ja, das ist eine gute Sache. Jetzt habe ich noch ein paar T-Shirts für euch. Da haben wir das Zielhaus, das ist das Classic-Ding, das kennt jeder von euch. Wer schon ein bisschen länger das Skateboard fängt, der müsste es eigentlich kennen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, mega stylisch. So, dann haben wir das Fusi Dude, heißt das. Gefällt mir persönlich auch sehr schön hier, Pali-mäßig. Dann haben wir das OG Outline Short. Dann haben wir das Skull and Mohawk. Skate for fun, weiß Bescheid. Das Bedrock. Das ist Futurista, heißt das. Oder Futurista, wie man es dann ausspricht. Gibt es auch in drei Farben. Ist einmal Purple oder Kies und das war's. Mit dem Ja, das war's auch schon für diese Woche mit dem Product Update. Und wie ihr wisst, das gibt es immer zu haben auf
www.titus.de/update oder im Shop deines Vertrauens. Letztes Mal habe ich euch einen Test rausgehauen und heute versuchen wir mal ein ganz neues Manöver. Drehflip 50, winken, flip out einfach.